Highlights, jetzt zeige ich euch doch noch ein Low-Budget-Messer. Diesmal Hans. Und zwar ein Swiper CK6050. Fliebt 1A. Hat aber kein Daumenpins, hat hier so ein komische, wie nennt man das Teil? Deckel. Klingestand. Absolut perfekt. Super verarbeitet. Das geht also wunderbar. Als würd's auf Magnetwascher laufen. Das geht nämlich wie durch Luft. Ich muss aber dazu sagen, out of the box war das Ding eine Katastrophe. Das hat geknarzt und geknirscht, als wären da Sägespäne drin, und das war auch so. Also wer sich das kauft, das ist sehr günstig, ne? Es kostet so ein Zehner rum bei Messer T die Gearbest. Aber das muss man wirklich erstmal auseinanderbauen, reinigen, und zwar gründlich, und dann wieder zusammenbauen. Es hat 1A G10 Griffschale mit einem super Grip. Macht einen super Spaß. Hat 9CR 8C MOV Stahl. Mal was Neues. Die Klingenlänge ist 9,3 cm. Die Höhe hier ist 2,4. Die Stärke 2,5 mm. Gut gekrippte G10 Griffschale. Der Pocket Clip habe ich abgemacht, weil der war, ging von hier bis hier fast über das ganze Messer. Also voll der 10 cm Clip. Das geht mir gar nicht. Zu ist es 11,8 cm. Aufgeklappt. Oder aufgeflippt. 21,1 und es wiegt 147 Gramm ohne Clip. Mit wiegt halt was weiß ich, paar Gramm mehr. Geschnitten habe ich damit auch noch nichts. Gucken wir uns mal die Schärfe an. 9CR, 8C MOV. Sagt man nichts, noch nie was davon gehört. Ui. Ja, doch. Man muss sagen, ach, die Firma Hans kann Messer auch schleifen. Super Handlage, muss aber mal wirklich sagen, richtig super. Und man kann hier auf den komischen, was weiß ich, was das ist hier. Das habe ich jetzt echt keine Ahnung, wie das Teil hieß. Aber hier kann man gute Daumen auflecken. Und ich nehme auch an, dass es gut ins Holz beißt. Das ist auch wieder so ein Messer, genau wie das grüne N-Lan, wo ich bedenkenlos mit rausnehme, weil selbst wenn ich da mit einer sehe, das sieht jetzt nicht noch waff aus. Das ist ein Brotschmiermesser.
ganz klar, oder? Ein super Budget-Folder für Low Budget. Also wer einfach ein Messer sucht zum Schneiden und nicht zum Sammeln. Ich habe viele Messer zum Schneiden, ja, ich gebe es zu. Aber das ist, wenn man keine Ahnung hat, wie ich. Ich habe keine Ahnung von Messer. Und man hört viel. Einer sagt, ist gut, einer sagt, ist scheiße. Da bilde ich mir doch lieber selbst mal Meinung und teste mal alle aus. Wenn ich es gut finde, nutze ich es. Und wenn ich es nicht gut finde, verschwindet es wieder. Das finde ich jetzt gut. Sehr gut. Wenn ihr einen Liner Lock, der steht ach sauber. Der lässt sich sehr leicht öffnen. Und es lässt sich absolut wundervoll flippen. Man muss es halt erstmal auseinandernehmen, säubern, neu ölen. Dann kriegt man auch einen sauberen Klingenstand hierher. Das ist aber. Naja. Gutes Ding. Jo, das war's mal wieder. Ciao.